Hallo zusammen und weiter geht's mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. Wir befinden uns in der vierten Woche Fortnite 2 Season 2 und es geht weiter mit TNTinas Test. Wir müssen bei diesen Tests ja 18 von 20 Aufgaben erfolgreich erledigen, damit wir die nächste Aufgabe bekommen, um Tina in Shadow oder Ghost erspielen zu können. Und damit will ich jetzt mal weitermachen. Wir müssen unter anderem bei Pleasant Park und Slurpee Swamp Truhen looten, dann von den Bossen die Waffen einsammeln, Handlanger mal wieder scannen, entweder an Türen oder Truhen, dann Fische per Explosionswaffen fangen, wenn wir in einem Motorboot sitzen, Gegnern Schaden zufügen, unsere Klongranaten werfen, dann Moonkisten an 10 benannten Orten looten, dann die Gebäude der Gegner mit C4 oder Annäherungsminen zerstören und dann Gegner killen bei Sweetie Sense oder der Agency und zu guter Letzt noch Grumpy Green, die Rasenmäher-Rennstrecke und Risky Reels das Autokino besuchen. Ich werde die einfachste Aufgabe wählen als erstes und zwar bei Grumpy Green zu landen. Das ist das Smiley-Gesicht oder das böse Smiley-Gesicht, was aus Hecken gemacht ist. Und daraus kann man sehr einfach zur Rasenmäher-Rennstrecke laufen und dann weiter nach Risky Reels. Alle anderen Herausforderungen erklären sich ja quasi von selbst oder man kann sie auf diesem Agententisch nachlesen. Das gefällt mir ganz gut, dass man jetzt immer schauen kann, wo man was zu erledigen hat, was an einen Ort gebunden ist und man nicht erst sich überlegen muss, Mensch, wo war das denn nochmal? Alles, was ortsunabhängig ist, wird auch angezeigt. Ja, und dann will ich jetzt mal starten. Ich beginne das Ganze mal wieder in Solo. Das ist für mich am einfachsten und am schnellsten. So gehe ich meinen Teammates nicht so ganz auf die Nerven. Ein paar Herausforderungen werde ich aber auch in Duo oder Teams machen. Denn dieses Mal allein durch die vielen Kills, die man machen muss oder dass man bei den Handlangern bzw. den Bossen landen muss, macht das sicherlich Sinn, das in Teams zu machen. Ich gehe auch davon aus, dass diese Sache mit den Bosswaffen in Teams einfacher ist, denn einer kann die Waffe erlangen und gibt sie an die drei anderen Teammates weiter. Dann haben alle diese Herausforderung. Das sollte funktionieren. Es wäre natürlich dann schön, wenn das letzte Teammate dann auch die Waffe an das erste Teammate wieder abgibt. So, das ist jetzt Grumpy Green, dieses böse dreinblickende oder traurig dreinblickende Gesicht gemacht aus Hecken. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen farmen, dass ich ein bisschen Holz habe notfalls zum Einbauen und dann flitze ich schnell Richtung Rasenmäher-Rennstrecke. Und von da aus dann weiter nach Risky Reels, das ist ja das bekannte Autokino. Das sollte jetzt mittlerweile jeder kennen. Da vorne ist noch eine XP-Münze, die nehme ich auch noch mit. Weil momentan ist es ja doch relativ kompliziert, sich aufzuleveln. Wobei, ich sehe gerade, das Autokino ist ja viel näher. Also renne ich zuerst zum Autokino und dann zur Rasenmäher-Rennstrecke und von da aus dann in die Zone. Vielleicht finde ich dann ja auch noch ein Jump-Pad. Dann kann ich von da aus in die Zone springen. Ist vielleicht einfacher. Und wenn dann noch Luft ist, kann ich hinter der Rasenmäher-Rennstrecke in den einen Shadow-Stützpunkt schnappen, dort einen Gegner nehmen, also einen Handlanger nehmen und den scannen. Dann wäre das auch schon mal erledigt. Also ich glaube, dieser Weg war jetzt doch besser als zuerst zur Rasenmäher-Rennstrecke. Da oben sieht man schon Radio- bzw. ja, Radio-Fernsehstation oder Funkstation. Und da drin befindet sich ja, oder da drin befinden sich ja die Shadow-Agenten. Und kurz davor ist die Rasenmäher-Rennstrecke in Richtung Obstgarten. Die Truhen hier farme ich jetzt auch normal. Ich mache sie schön auf und kloppe mich einfach die Felsen weg. Denn das ist meine allererste Runde. Und so kriege ich gleich Truhen-Loot-Herausforderung für meine Stempelkarte. Denn ansonsten, wenn man die Truhen ja nicht lootet, sondern einfach nur kaputt kloppt oder die Truhen runterfallen, bekommt man ja diese Wertung nicht.
So, und an einfach kann ich nicht an XP kommen. Theoretisch ist es ja sogar so möglich, Tagesherausforderung plus Stempelkarte pro Tag voll zu machen, ist ungefähr ein Level Battle Pass, wenn man den in ja, Solo, Duo oder Teams spielt. In Gruppenkeile geht es, warum auch immer, ein bisschen schneller. Finde ich gesagt leicht unfair, aber gut, das hat Epic sich halt so überlegt. Und dann müssen wir damit so leben. Das mit dem wirklich Looten, also nicht zu zerstören, das gilt bei allen Loot-Herausforderungen, sei es Moonkisten, Truhen oder sonstiges. Man muss sie wirklich öffnen und nicht öffnen lassen, indem sie zerstört werden. Ist leider kein benannter Ort, sonst hätte ich jetzt auch die Herausforderung gehabt, öffne Moonkisten an benannten Orten. Benannte Orte sind in Fortnite wirklich Orte mit eigenem Namen. Dazu zählen leider keine Orientierungspunkte und keine sonstigen Punkte auf der Map, die einen Namen haben. Also wirklich Orte. Davon gibt es ja, ich meine, 10 Stück. Und in diesen 10 müssen wir 7, oder von diesen 10 müssen wir in 7 Orten Moonkisten öffnen. Oder müsst ihr jetzt auch noch wirklich Luft haben, die Soldaten mir zu schnappen? Hier ist die Rasenmäher-Rennstrecke. Vielleicht ist noch ein bisschen Loot da. Ja, wenigstens ein Medkit. So, jetzt kann ich überlegen, ob ich in das Klo gehe. Da müsste ich eigentlich zu den Soldaten portiert werden. Oder ich laufe den Berg hoch. Ich gehe ins Klo. Nicht als Scan das verhören. Scannen ist, wenn ich ihn mir jetzt schnappe und vor eine Moonkiste oder eine spezielle Moonkiste halte. So, das sollte jetzt reichen. Und die anderen beiden Kollegen von ihm haben das noch nicht kapiert, dass ich ihn hier geschnappt habe. Und da habe ich auch noch ein Jump Pad. Perfekt. So, weg mit dir. Also die Waffen einsammeln. Und dann kann ich in Ruhe weitermachen. Oha. Das ist klar, dass du jetzt merkst, dass ich da bin. Ich würde sagen, da ich das pro Match ja nur einmal machen kann, haue ich einfach ab, denn hier kann ich jetzt keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und auf die Heavy Sniper bin ich jetzt auch nicht ganz so scharf, die er eventuell droppen könnte. Jetzt kann ich auf dem kleinen Aussichtspunkt oberhalb von Frenzy landen. Da ist meist eine Truhe, wenn noch keiner gelootet hat. Von da aus kann ich wunderbar in die Zone rutschen und laufe dann weiter Richtung Agency, wo ich dann eventuell noch die nächste Herausforderung schaffe. Ich gehe allerdings davon aus, dass kein Endboss, also der Endboss Midas nicht mehr bei der Agency ist, sondern der schon geholt worden ist. Aber eventuell gilt das ja auch, seinen ja, Bezwinger zu erledigen und dann das sein Trommelgewehr aufzunehmen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das auch zählt, aber ich glaube schon, denn es heißt ja, nehme Bosswaffen auf. Das heißt ja nicht, töte Bosse und klaue denen die Waffen.
Ecke hinter mir. Ich würde sagen, bei Frenzy wird geschossen. Das interessiert mich jetzt aber nicht. Ich will in die Zone und da vorne ist ein Gegner. Aber so wie der rennt, ich weiß nicht, könnte ein Bot sein. Einmal ein Schützchen abgeben. Nicht getroffen. Doch jetzt. Ja. Könnte ein Bot sein, ja. Ich gehe mal hinterher, damit ich ihn aus dem Weg räume, bevor mich hier die Zone packt, beziehungsweise der Sturm packt und ich dann noch weiter in die Zone muss. Bord schon wieder nur eine Wand gebaut, rennt komisch weg, aber leider zu weit weg, dass ich mit dem Harponier nicht drankomme. Schade, schade. Hits vom Berg oben. Das wird wohl ein echter Gegner sein, nehme ich mal an. Aber den muss ich jetzt holen hier und ja, hat gedauert. So, da oben sehe ich jetzt keine mehr. Loot einsammeln und dann hoch. Ich sehe zu, dass ich Richtung Lazy komme, denn das ist ein benannter Ort. Da kann ich eine Moonkiste öffnen. Ah, hier ist schon alles gelootet. Keine Truhe, Mondkiste mehr. Hier wahrscheinlich auch nicht mehr drin. Ne, auch alles weg. Dann gehe ich jetzt in das große Haus hier links von mir. Hier unten drin, hinter dem, ja, ich hätte mal gesagt, hinter der Umkleidekabine, ist immer eine Truhe und eine Mondkiste. Schade. Jetzt bin ich dem berühmten Maschinenpistolen-Bug auf den Leim gegangen. Der Gegner hätte eigentlich tot sein müssen, von dem, wie ich ihn getroffen habe. Aber die Maschinenpistole macht leider nicht so viel Schaden wie angegeben. Das ist egal. Nächste Runde. War ja eh erst meine erste. So. Ah, jetzt habe ich vergessen zu gucken, wie viel Schaden der Gegner bekommen hat. Aber genug. Leider nicht tot. Als nächstes werde ich in Slurpee landen, um da eine Kiste aufzumachen. Also eine Moonkiste, das ist ja ein benannter Ort, dann ist das auch erledigt. Und die 10 Truhen zu looten. Aber ich gehe davon aus, da das hier sehr am Anfang liegt, oder relativ am Anfang, dass Slurpee gleich gut bevölkert ist von Gegnern und ich wahrscheinlich keine 7 Truhen öffnen kann. Also wird die nächste Stadt dann Pleasant sein, wo ich hin muss zum Öffnen. So, das war jetzt hier wieder eine Moonkiste an einem benannten Ort. Die zweite von 7. Klingt mal wieder nach Bot. Muss irgendwo unter mir sein. Hier irgendwo, ja, da. Ist ein Bot. Aber ich treffe nichts. Ah, doch. Puh. Glück gehabt.
Jetzt habe ich noch eine Wertung gekriegt von der Tagesherausforderung. Erziele Kopfschüsse. So, und jetzt sehe ich aber zu, dass ich hier nicht weiter großartig kämpfen muss, sondern Truhen finde. Wieder eine Truhe. Beziehungsweise, ja, es ist die allererste echte Truhe, keine Moonkiste, wollte ich sagen. So, ich höre Gegner. Mal gucken, ob es heute eine Bot-Runde wird. Nee, ich würde sagen, das war ein echter Gegner. Hat mir aber nicht viel Schaden gemacht. So, jetzt sehe ich zu, dass ich Truhen kriege, aber ich befürchte bald, hier ist gelootet. Der Ort ist leer. So, den Bigi noch nehmen. Hier werde ich jetzt wohl nicht mehr viel finden, also muss ich
dann gleich in Pleasant weitermachen, wobei von hier aus nach Pleasant wird schwer werden. Das heißt, das gibt es dann in der nächsten Runde. Damit geht es in die nächste Runde auf nach Pleasant zum True-Looten. Hat auch den Vorteil, da befindet sich ein Shadow-Stützpunkt. Somit kann ich einen Shadow-Soldaten niederstrecken und ihn vor einer Tür, nämlich Türen gibt es da nicht, aber vor einer Moonkiste unten unter Pleasant scannen. Aber so wie es aussieht, muss ich die Runde gleich nochmal spielen, denn mein Handy klingelt hier permanent. Das könnte was Berufliches sein. Ich renne jetzt noch schnell nach Pleasant und versuche wenigstens einen Shadow-Soldaten mir zu schnappen und dann muss ich wohl telefonieren. So, wenigstens den Kopfschuss habe ich hinbekommen. Den kann ich jetzt mal zwar scannen, aber das ist ja nur durch Suchen, Verhören und Scannen. Das ist ja kein Scan vor einer Tür. Hier ist leider auch keine Truhe. Ich müsste mir einen unten drunter schnappen. Da ist noch einer. Versuche ich den Kopfschuss. Und dann geht's in die nächste Runde nach Pleasant. Ich hoffe mal, dass mein Telefon jetzt stumm bleibt. Ansonsten muss ich nochmal starten. Das ist natürlich auch eine blöde Uhrzeit für mich jetzt gerade. Es ist kurz nach offiziell Feierabend. Aber der eine oder andere ruft dann doch noch an und möchte was ganz Wichtiges, was nicht bis morgen früh warten kann. Also, nächster Versuch. Truhen in Pleasant zu looten. Erstes Haus Botgranaten konnte ich jetzt werfen. Ist ja auch eine Herausforderung. Oh, hier ist keine Moonkiste. Ah, aber eine Truhe müsste hier unten drunter sein. Ich höre aber schon wieder die Shadow-Jungs, wie sie kämpfen. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell Gas geben. Die Truhe hier holen. Mich kurz hochheilen. Und, ja, dann looten. Ich werde mir jetzt keinen Shadow-Soldaten schnappen. So, jetzt hat er die letzte Klongranate gewertet. So, mir fehlen jetzt hier noch ja, drei Truhen. Und mir geht aber schon wieder das Telefon schwer auf den Sender. Das heißt, ich hole jetzt noch die Truhe hier unten im Keller. Und dann muss ich mal wieder telefonieren. Dann muss ich wohl die restlichen Herausforderungen spät abends erst machen. Egal. So. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Also auf nach Pleasant die letzten drei Truhen zu looten. Und dann habe ich hoffentlich Zeit. Das Telefon nervt mich nicht und ich kann mir noch die Shadow-Jungs schnappen. Damit ist die Truhen-Herausforderung auch geschafft und die nächsten Herausforderungen, die etwas, nennen wir es mal, schwierigeren, bei den Bossen zu landen und Waffen abzunehmen, mache ich in einer anderen Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis demnächst.